Grüß euch, da ist Beate. Und ich nehme heute ein kleines Taschel mit extra Reißverschlussfach. Viel Spaß beim Zuschauen! Das sind die Maße für meine Taschen mit Reißverschlussfach. Ich brauche 4 Stoffteile, 2 aus Futter und 2 aus Oberstoff. Die Futterteile sind die kleinen 24 mal 12 und das andere hat 24 mal 14 cm. Die Oberstoffteile haben auch 24 Brot, das eine ist 50 lang und das andere ist 46 lang. Ich schneide mir wie oben so ein kleines Eck weg, dann weiß ich, dass das oben ist. Dann mache ich meine Zwicke rein. Da habe ich jetzt beim kurzen Teil, brauche ich von oben her 15. Da ist ein Zwick, dann 16,5 und uns bleiben dann nur 14,5. Auf der Seite genau so, bei 15, 16,5 und da haben wir nur 14,5. Dann habe ich das große Teil, das ist wieder oben, wo die Klappen dann ist. Und da mache ich jetzt auch wieder meine Zwicke rein, also bei 15. Dann habe aber ich 16. Und unten müssen nur 19 sein, genau. Und auf der Seite müssen es auch eine die Zwicke. Und dann können wir auch schon einen Reißverschluss reinnehmen. Ich lege die Futterteile rechts auf rechts. Okay. Dann kann ich einen Reißverschluss anlegen. Und nähe da oben. Und dann muss die zweite Seite, wenn das ohne genäht ist, wird dann da so ohne genäht. Jetzt habe ich das vorderen Reißverschluss ohne genäht. Das sind die zwei rechten Seiten und der Reißverschluss liegt links drauf. Das sind zwei linke Seiten. So, jetzt nehme ich das große Teil. Das ist oben, wo die Klappen hinkommt und da kommt der Reißverschluss ohne. Und auch das lange Teil vom Reißverschluss. So, brauchen wir wieder rechts auf rechts. Ein Reißverschluss rechts auf einen Stoff rechts. Und nach oben. Jetzt habe ich das ohne genäht. Jetzt kommt die andere Seite. Die kurze nehmen wir jetzt da ohne. Den Reißverschluss wieder zwischen eine, rechts auf rechts und runter. Die zweite Seite habe ich jetzt auch ohne genäht. Das wird jetzt mal der Schalter herin. Dann habe ich es umgedreht und habe hier unten die zwei Futter zusammengenäht. Habe in der Mitte eine Wendeöffnung gelassen. Und dann werde ich es nochmal absteppen. So, Kerz. Okay, dann ist das die obere Seite.
Da knicke ich es jetzt beim Reißverschluss um und werde da einmal runternehmen. Dann liegt das schon dort und kann nicht aus. Jetzt habe ich da umgesteppt, jetzt liegt das schön dort. Jetzt schaue ich mal, wie es ausschaut. Wenn jetzt ich das bis zum Zwick aufhöre, das ist meine Klappe. So schaut dann mein fertiges Taschel aus. Okay. Zwei aufeinander. Ich zeichne es lieber links um. Kann ich das wegschneiden, wo ich mir angezeichnet habe. Und da auch die kleine Rundung. Und dann lege ich es nochmal hier. Das musst du auf. Das ist die Klappe. Also, das bis zum Zwick hier. Und. Und das dann da rauf. Zwick auf Zwick. Dann kann man rundum umeinander am Reißverschluss vorbei, dass der Zipper innen ist. Die Rundung und durchgehen bis daher. Also ich habe jetzt da rundum genäht. Schau, dass ich die Rundung schön hinbringe. Dann habe ich es gebügelt, damit man die Nähte auseinanderbringt. Und da diese Ecken rausgezwickt für die Rundung, dass es schöner liegt. Dann mache ich auch noch eine. So, die ganzen Furzel weg. Jetzt schaue ich, wo ist jetzt da meine Wendeöffnung? Jetzt muss da die ganze Tasche durch. Ich gehe ein bisschen eng. Aber. Jetzt habe ich es umgedreht. Vorher ist natürlich noch wichtig, dass man den Reißverschluss aufmacht. Dann geht das leichter zum Umdrehen. Jetzt schaue ich noch bei den Ecken, dass man die da ein bisschen schöner hinbringt. So. Mit einer nicht zu spitzigen Schere. Ein bisschen. Nicht zu fest bohren. Da genauso, etwas. So, wo ist denn meine Öffnung? Und jetzt bei der Rundung da oben. Das hat sie jetzt auch ganz schön hinlegen, weil wir sie eingeschnitten haben. Ja. Okay.
Und zu und auf. So, runter. Ja, sie ist halt einfarbig. Jetzt werde ich nochmal drüber bügeln, dass sie ist, dass flach liegt. Und die Note, dass die innen drin ist. Und meine Rundung hier. Und dann suche ich mir die Positionierung für die Knöpfe. Jetzt habe ich meine Wendenot zugenäht. Ganz schmalkantig abgesteppt. Und bügelt habe ich es natürlich. Kann man dazu machen. Ja, vielleicht sollte man es noch irgendwie verzieren. Also ich mache zuerst die unteren ein. So, 5 cm. Und von oben her 4,5. Da haben wir 5. Und von daher 4,5. Schauen wir hier. Mache ich meine Tasche wieder auf, sonst geht er mal drücker durch und durch. Machen wir ein Loch rein. Jetzt habe ich einen Kammsnip. Und ein Unterteil, meine Zange, Druck zusammen, jetzt ist er drin, jetzt den zweiten, das Unterteil. Das ist auch noch ein Unterteil. Und zusammen. So. Okay. Jetzt schauen wir bei unserem Außending. Zweimal. Da muss ich noch mit drüber bügeln. Jetzt bohren wir ein Loch. Jetzt ein Kammsnip von außen. Und das Gegenstück dazu. Gleich 3. Ja. Also gut. So. Die Unterseiten. Und wieder zudrücken. Geht's. Das ist der Reißverschlussschieber. Jetzt haben wir da einfach und da heraus dann ist das Reißverschlussfach. Und
drücke ich da noch mal besser zu. Ich meine, dass die nicht ganz dran sind. So, okay. Eins, zwei. Das ist jetzt ein schwarzes. Da habe ich dann eins ohne Rundung. Eins mit Ecken. Und das war das allererste. So. Jetzt gehört das noch mit irgendwas verziert. Irgendwas aufgepressen. Jetzt habe ich mir ein paar Herzchen ausgeschnitten mit dem Blotter und die mich jetzt da aufgepressen möchte.